Sie gewähnt einer von den größten Chassidim, a Jeduim, was hat geheißen, der Chassid Reb Hillel Paritscher. Ist gewähnt von dem Mittelreben und von dem Tzemach Tzedek, größten Chassidim. Und der Seder gewähnt, als Bishas, ein junger Mann, vielleicht zu dem Tzemach Tzedek, und an dem Lernen Chassides, und nach Niskarewer und zu der Dake Achsides, vielleicht der Zemach Zedek, schicken zu den älteren Chassidim, als Sach von sie, vielleicht das schicken zu Reb Hillel Paritscher, kede er soll sie Madrich sein und Mechaner sein in der Dake Aveide, alpiderech Achsides. Ist gewesen einer von den Chassidim, von den jungen Chassidim Jemolt, später ist er gewesen von den Gräser Rabbonim und Maschpim, der geheißen Reb Doiv Zeev Kajewnikov. Chassidim vielleicht im Rufen, Rebbe Wolf. Es gewähnt Arov in Jekaterinoslav. Was ein Teist aus Dnjepra-Prostrovsk. Das ist der Stadt, was später, wenn Rebbe Wolf, der Chassid, was er gewähnt noch beim Tzemach Tzedek und beim Rebbe Marash, von den Gräse Chassidim, von den Gräse Rabbonim, ist noch dem, was ist weg, was ist nicht geworden, ist auf seinem Platz gewähnt der Rov, der Rebbe Stater, Rebbe Levi Yitzchok Schnelson, Reb Levi, wie vielleicht am Rufen. Ist Rebbe Wolf, zurück zu Rebbe Wolf, gewesen ein Mann, was gekommen zum Tzemach Tzedek, auf Niskarewer und zu Chassides, Lern Chassides, und der Tzemach Tzedek hat ihm geschickt zu Reb Hillel. Der Seder fliegt sein, also Reb Hillel Paritscher fliegt verbringen mit den Talmidim, und er fliegt reden zu sich Chassides, auslösen sich Chassides, sagen Maimorim, aber als sie gekommen, ein frischer junger Mann, ein neuer junger Mann, fliegt die ersten Wochen, der Zeil Sipur Echsidim. Und er fleckt verbringen auf die Sipurim. Und er fleckt beten dem jungen Mann, also er soll trachten und sich hereintrachten in die Sipurim und lernen die Sipurim mit der Eimek, mit der Tiefkeit und seiner Reusnehmen von dem, er ist in der Akiavide. Jeden Woche, was Rebbe Wolf ist gekommen, hat Rebbe Hillel erzählt beim Verbringen auf dem Sipur. Er hat erzählt wegen der erste Zmanim, wenn er gefahren zu den Mittelreben. Kajodua, Reb Hillel Paritscher, ist noch angegeben, wer Niskarev zu Chassides in Zman von dem alten Reben, aber er hat nicht sicher gewesen zu sein dem alten Reben Ponim und Ponim. Sie da in dem Kamo Sipurim, aber Alkoponim hat sich gewesen die Meise. Reb Hillel hat nicht sicher gewesen zu sein dem alten Reben Ponim und Ponim. Nachdem was der alte Rebbe ist in Stalle geworden, in der Mittele Rebbe, der Sohn, ist geworden der Memale Mokke, und er ist gekommen in Lubavitch, demult ist gewesen der Aschole, von der Arribegang von der Chassidei Chabad in die Städte Lubavitch, kann ihr doa, der alte Rebbe, hat gewohnt in Ljozhne, später in Liadi, später gewohnt in Milchome von Napoleon, der alte Rebbe ist entlaufen und die ganze Stadt ist Chorv geworden. Und noch der Ruf, in Tovkuf Ein Dalet, ist der Mittele Rebbe gekommen, wohnen in Lubavitch und von Jemolt ist gewohnt Lubavitch, der Stadt von Chassidei Chabad. In Tovkuf Ein Dalet, ein Jahr noch die Stalkus von dem alten Rebbe, auf Schwues, seien gekommen als Achsidim, zwischen sie, Reb Hillel, ein junger, frischer Chassid, gekommen zu den Mittele Rebben. Und Reb Hillel hat erzählt von jenem Schwues, ja, die Maimorim, die Teire, wie es ist vorgekommen. Er hat erzählt, als der Mittele Rebbe hat einmal gerät Chassides, und zwischen den Jönim hat er Masbege, wenn Bariches der Minya von den Sphires, Kanire verbunden mit Sphiras Oimer, herum gerät der Minya von Tiken Amides, ja, der Ingen Amides halb Chassides, Chesed und Gwure und Tiferes und Netzach, die alle Mides wie seinen in Avedes Hashem. Und sie gewähren wohl Tavod, die Maimorim von Mittele Rebbe, doch Jodua, als sie gewähren, lange, tiefe, breite Maimorim. Das sie gewähren, Darke, Bakedisch von der Mittele Rebbe, als er hat gerät Chside, sehr bar Chove. Ist in jedem Maimor hat er herumgerät der Minion von Avedes Amides und zwischen den Jönim ist gewähren eine Aussprache, ein Wort, was der Mittele Rebbe geteitscht. In Aveide, Chesed, hat er geteischt, dass Midas HaChesed ist, am Isolton HaTeve HaIden. Was ist das Chesed, Shebe Chesed? Als Misolom HaGishmak in Ton HaTeve HaIden. Ton HaTeve HaIden mit der Vergnügen, mit der Geschmack, mit der Teinung. Das ist gewähnt der Oisteitsch von dem Maime. Von dem ganzen Maimer, Chassidim kam oben, wird auch geführt, als nachdem, was der Rebbe hat gesagt, Chassidim, fängt man Chaser in dem Maimer, und Nibir Chaser, und noch einmal. Und mit seinem Gefahren später, noch Schwues auf der Reim, hat man weiter gechasert in Maimorim, und hat verbringt auf dem, und hat gerät wegen dem, und hat gekocht in dem.
Aber der Schure, der Pisgum, der Bitui, was der Mittler Rebbe hat gesagt, als Chesed ist Tonateve Aiden, und Chesed Shebe Chesed ist Oma Geschmack in Tonateve Aiden, ist sehr stark, ist Kabel geworden, sehr stark, die Chesidim noch stark verbringt auf dem Wort. Ist wieder zurückgefahren, dachte sich in Babruisk, ich weiß, wo sie sind, wo Rebbe Hillel hat jemals gewohnt, seine zurückgefahren bei sich in Städtel und sie haben verbringt zwischen den Jüngelei, zwischen den Chesidim, seine Gesetzen in Stiebel, in Schul. Und man verbringt auf dem Wort noch einmal in Übergekeit und man hat darum geredet, was ist der Oimek, was das meint, wie mit Teich das ist in der Wedes Hashem. Sie haben sich stark gekocht auf dem Wort. Da erzählt Rabbi Hillel, als in jener Stiebel, jener Schule, ist gesetzt auf den Seite Aid, was er ist gewöhnt von dem alten Dor, noch, was noch fach sieht, ist er nicht gewöhnt in Chosid. Ja, also ein Porusch, also ein Aid, was er gesetzt und gelernt, Tere, la Tere, la Wede, gesetzt auf einen Winkel, hat sich nicht da reingemischt. Also ist er gesetzt dort im Tag und hat bemerkt, weißt du, dass Chassidim verbringen und sie reden wegen dem Nase. In einer von den Zeiten, von den Nächten, was Chassidim umgesetzt und verbracht auf dem Wort, ist also in Mitternacht ist der Ried, jener Ried, was er, der Porusch, was er gesetzt dort nach der Seite und gelernt, ist so gestanden zugegangen zum Tisch und er hat gesagt, dass er versteht nicht, was machen sie, ich habe seine ganze Sache von dem Teire, von dem Indien. Und er sagt sie, ich habe gehört von meinem Rosh Hashive, als der Teitsch, Chesed und Chesed, Shebe Chesed, ist eine Sache mehr Poshetter Teitsch. Was habe ich gehört? Eine Sache mehr verstandig. Was mein Rebbe, mein Rov, mein Rebbe, mein Rosh Hashiva hat gesagt, als Chesed ist, als Bishas, sie klappt bei dir im Tier, eure Mann, im Mittenwinter. Eure Mann klappt rein bei dir im Tier, und er öffnest du die Tier, und du siehst, als er nebach, hat dich geschickt. Gehst du in dein Machsan, in dein... in Plan, wo du behaltest die Sachen und du suchst darum ein paar alte zerrissene Schicht, wo du hast bei sich behalten und du gibst ihm die paar Schicht. Das ist immer so Chesed. Und eben, du gibst ihm noch echt ein Schweckel, ein Schräufel, wie er sieht, zu kennen, verrechten die zerrissene Schicht, also nicht einer, die zerrissen. Das ist ein Chesed, Shebe Chesed, das ist der Posch der Teitsch, was sagt man, dass ich viel kochen. Ist Rebbe Hillel hat gesagt, dass der Wort hat sie sehr gefallen und später, um sie Mamscher gewinnen, verbringen, noch etliche Tage, auch umgerät, in dem größten Uftu, was der Baal Shem Tov, in Teras Achsides hat aufgetan, was ist das der Inja von Chesed und Chesed, Shebe Chesed. Ja, und demol der Herd und der Field, dem Eimek von dem Uftu von Teras Achsides, als ich sehe, dass er aufgetan, dem Emerson reichen Geschmack im Pschat in Chesed, Shebe Chesed. Also es ist nicht nur Tona Tewe Aiden, ja, und geben ihm die Beste und die Schönste, nur Gott tun das mit der Geschmack und mit der Teinung, und das ist der Emerson von Chesed, Shebe Chesed. Aber das ist ein Sipo, was der Rebbe Rajatz, der Friedrich Rebbe, erzählt in einem von den Briefen. Ich sehe ihm erzählt, Leichet, als Rebbe Hillel die Gesetze einmal bei Verbringen, Gott Pesach Sheni, und verbracht mit seinen Talmidim. Pesach Pseini ist gewesen bei Chassidim, bei Talmidei Baal Shem Tov. Und bei Talmidei Admor HaZoken, bei Talmidei Baal Chassidim, ist gewesen ein Seder von Pesach Pseini, vielleicht man verbringen. Pesach Pseini ist gewesen ein Zman, was Motos gepravet mit der Gräse Simche, mit der Verbringen, mit der chassidischen Zusammenkommen. Also er gewesen, ist er reingekommen dort in Aid und er hat gesehen, als Chassidim sitzen und verbringen. Und er hat sich ausgelacht, er hat mit Salzl gewesen in dem Verbringen. Und hat er so getan, Pesach Sheini, nu, Pesach Sheini, doch ayom tev, fad anoshim tmeim, steht doch im Posuk, vayu anoshim tmeim, bederi recheiko, ifazei daf ben Pesach Sheini. Also er hat er gewollt, mit Salze sein in dem, wo es chsidim sitzen und verbringen in Pesach Sheini. Hat sich aufgerufen, Reb Hillel, was er gesetzt, ne, gewend der Reisha mit Dabrim, der Maschpiaan verbracht, hat Reb Hillel gesagt, nein, du machst das Toes. Pesach Sheini ist ein Jomte von Menschen, die sie gewöhnt haben. Aber sie sind gewohnt teuer. Ist bei Meile auf See, ist gegeben geworden der Pesach Sheini, als sie soll kennen, mit Taken sein, dem Loma Nigora, bringen dann noch ein Jomte, noch ein Pesach. Aber die, wo sie will nicht werden teuer, bleiben sie teuer, weil sie wird nicht helfen, kein Pesach Sheini. Mit dem hat Rebbe Hillel ihm gegeben zu verstehen, Punkt verkehrt. Als der Jomte von die Simche, was Chassidim verbringen in Pesach Sheini, ist da kein Punkt von dem, was er chossit. Ja, der hört, als er kommt zu gehen Pesach Sheini, als er gewöhnt hat, von deswegen gibt man ihm eine Gelegenheit, als er kann werden teuer.
Und Teire gibt ihm noch am Metzies, noch am Jomtev und noch am Tag und noch am Mitzvah. Also kann noch einmal bringen den Pesach und noch einmal mit Taken sein. Wenn man ja, das ist der Remes der Simcha und auf dem verbringt man. Ist was ist Tag der Ingen von Pesach Sheini al Pichsides? Wo das hat man am Ehren die gesagt, wie man gefühlt in Teire Sachsides, was hat Megali gewinnt dem Eimek von Jomtev in Pesach Sheini? Was lech Jere ist Tage nicht verstandig. Was ist das der Ingen von Pesach Sheini? Was lech jera api paschte sein Joni mit der ganzen Ringe von Pesach Sheini, ist eine Sache, was sie gegeben geworden, von Menschen, was gefunden sind in der Matze, wo sie seine nicht gekannt bringen, Pesach Rischen. Yechidim, was seine gewähnt, Punkt, Tomil und Nefesh, mit der Rechoiko, wie sie gewähnt der Meise. Und auf sie, die Teher gegeben, hat das Schlumina, wie kann bringen nach Pesach Sheini. Ist lech jera fekt sich an Scheile, heinzutag, stock in Pesach Migdosh, ja, ist doch der ganze Metzies von Pesach Sheini, lech jera. Und was macht man mit Zies und Pesach Sheini? Hat die Kach, der Mine Gisrol, aber ich sage nicht, kein Tag nur in Pesach Sheini. Und noch, ich da selche, was viele und sage, ich hätte keine Kieles, wegen Essen Matze. Und noch, kamen wir, kamen wir in Hogim, was ich da, in kamen wir in Hogim Israel, in Hogim von Kamo Kieles, darf kein Pesach Sheini. Was da wäre die Scheile, was ich da der Ingen? Nach Jere, Pesach Sheini, ist eine Seite gesagt, ist eine Sache, was ich gegeben geworden, noch ein Jechidis Gule, was bei sie ist nicht gekannt sein, der Pesach Sheini, zu Leptume, wer hat jetzt, was sie. Was macht man von der Majonte in einigen Zeiten? Und das ist bechlala Scheile noch tiefer viele in Aloche. Wenn ich Jodua, sind gemorre im Psochim, wie da Machleikes, sind da Kamo Schittes. Was ist der Ringe von Pesach Sheini? Zu Pesach Sheini ist Takante Lerishoin, Tashlumin Lerishoin. Jetzt, das ist mehr nicht bei Ingen von Atakone oder Tashlumin, das sind zwei Schittes. Und sind da die Schitte von Rebbe. Rebbe Jude Anossi, Rebbe sagt, Pesach Sheini ist Regel wie von der Atzme. Ja, was heißt das Regel wie von Jatzmoy? Das heißt, wenn sie bringt Sachen in die Poskim, die Aloche, als ob sie gewähnt ein Gehr, schon ist Geier, bein Pesach Rischen le Pesach Sheini. Pesach Rischen ist doch gewähnt Potter, er ist gewähnt kein Jid. Aber wenn es Geier gewähnt mit Pesach Rischen le Pesach Sheini, ist dem, was bringt der Pesach Sheini, weil sie Regel wie von Jatzmoy. Al derer se, Kotten she Higdil, gewähnt ein Kind, fahr Bar Mitzwe, in Pesach Rischen, und Bar Mitzwe geht zu Wischen Pesach Rischen und Pesach Sheini, bringt der Pesach Sheini. Und wir sehen, dass der Rambam Paskentake, Pesach Sheini, Paskentake, also wie Rebbe, das ist Regel bei Jatzmei, und der Rambam Paskentake, dass Pesach Sheini ist eine von den Taljag Mitzwes, das heißt, dass im Minyan am Mitzwes, weil der Rambam war reingestellt, Pesach Sheini war Mitzwe bei Jatzmei. Was Lechiere ist, da kann ich verstandig das Eichet. Der ganze Ring von Pesach Sheini ist Tashlumim, ist, was macht man mit dem ganzen Mitzwe bei Jatzmei, in der Regel bei Jatzmei. Und noch mehr, ich da die Scheile, was wir forschen fragen. Lechiere, Pesach Sheini, hat gedacht sein, gleich bei Hemmschuh zu Pesach Rischen. Also wie Schwues, hat er Schlumm in Kol Shiva. Also ist der Loche. Ist das in dem selben Jomtev Schwues. Der erste Tag Schwues ist Jomtev. Die Teher hat gegeben noch sechs Tage, die können zu keinem Maschlim sein, die Korbanes und Schwues. Doch ihr kennt dann dieselbe Sache in Pesach Rischen. Pesach Rischen, Judale Nissen, ist mein Makir Pesach Rischen. Und als sie gewöhnt haben, ey, Idwas, er gewöhnt, Tome, gibt ihm die Tere noch sechs Tage, sieben Tage in die Zeit von Pesachischen. Cholamoye, die da ganze Tag können damit Maschlim sein. Sagt man nein. In Pesachischen ist da noch ein Pesach. Erf Pesach. Und agam, als jem Schwiele, Tumos, ist gewöhnt Erf Pesach, ist keiner schon nicht makrif sein, jenem Pesach. Erst achede später, Judale Dio, die Tere geben eine spezielle Zeit, eine neue Chedisch, eine neue Zman, und demult, ist gekommen zu gehen der Jomte von Pesach Sheini. Es kommt aus, dass sie da etwas in ihr Miyuchet in Pesach Sheini, aber das ist nicht Stamat Tashlumim. Von die alle Sachen sehen wir, als Pesach Sheini hat in sich ein spezieller Eimek, ein spezieller Jomte, eine spezielle Sache. Und was ist das der Ingen? Ist da versteht man, als Piteras aber als Shem Tov, und als Piteras Talmidei aber als Shem Tov, Teras Achsides, hat man auch verstehen dem Eimek von Pesach Sheini, als Pesach Sheini ist ein Jomte von der Bali Tshuwe. Das ist der Jomte verbunden mit der Veda Satschuwe. Und was der Baal Shem Tov hat auch Megali gewinnt, als der Ingen von der Veda Satschuwe ist doch nicht nur ein Mensch, was er hat heute gewinnt. Ein Mensch, was er hat Baal Avere, ein Roche. A Veda Satschuwe hat der Baal Shem Tov Megali gewinnt. A Tshuwe, das ist ein Veda bifni Atzma. Eichet Tzadikim und Eichet Gdeishim und Teherim darf man Eichet Tshuwe tun. Weil der Rebbe, der Baal Shem Tov hat Megali gewinnt. A Tshuwe, das ist der Derech in Avedas Hashem, der Ruach, Toshu, der Likim, der Sonne. Das heißt, als in Teira Sachsides hat man Megali gewinnt, dass sie dort zwei Eufanim in Darki Avede in Avedas Hashem. Und beide Eufanim in Darki Avede, das ist darf sein bei jeder Riden, in Kolmini Zmanim. Sie do Avede, was ruft sich an Avedas Hatzadikim,
Und der Ingen ist bei Iker das Mann von Pesarischen. Pesarischen ist Am Israel, seine Gewänder mal Ketine Gschneilat. Gegerschen ist Geier. Das heißt, dass Am Israel sei nicht gewöhnt wie Agedo von Baal Tshuwe. Was heißt, dass er Tshuwe getan? In Pesach ist gewöhnt ein neuer Messias. Leidas, Am Israel, Iden seine Dämmel geboren geworden von das neue, neue Volk. Wie steht in Jecheskel, Jöim Uladetich. Er hat geboren geworden ein neuer Messias. Heißen sie, beifen schon Tzadikim. Pesach Sheni ist Avedas HaTzadikim. Pesach Rishen, erster Pesach. Pesach von Chedesh Nissen. Und es redet sich herum, ich sehe das, der Ring von Chedesh Nissen. Moscheni, das ist das Mann von Avedas HaTzadikim. Und die Liebe war nie Leu. Der Rebischter, der nennt er sich zu Iden. Und Iden, der nennt er sich zum Ebersten. Der Avedas von Nissen ist Avedas HaTzadikim. Was Avedas HaTzadikim meint man, Avedas Mesuderes, Avedas HaTzadikim ist Avedas, wo das ist, was Aid, Jelech HaTchile, steht er in der Eicher Neifen. Kommt zu gehen Pesach Sheni, Pesach Sheni ist Avedas HaTshuwe. Es ist ein anderer Eifen der Avedas. Vahi u Anoshim Tmeim le Nefesh Odom. Er gewann Tome le Nefesh Odom. Und der Tome le Nefesh Odom, fehlt also ist Tome le Nefesh Odom. Und bei der Rechoiko, kommt er zu gehen zu Meshe Rabbeinu und schreit, Lomo Nigora, ich will Leichet bringen in Pesach Sheni. Und das ist der Eifen der Baal Tshuwe. Also fehlt und er derert sein Merirus, von seinem Tome le Nefesh Odom und der Rechoiko und er kommt zu gehen und schreit zu Meshe Rabbeinu Lomo Nigora, ich will Eichet bringen nach Pesach, ich will mir soll mir geben noch eine Gelegenheit. Ist auf dem kommt zu gehen Pesach Sheini, wo das bei dem Derech Aveda und Aveda Satshuwe. Und der Fahre das eine Regel bifnei Atzmei, weil der Inja von Aveda Satshuwe, das ist Aveda Sashem, Aderech Aveda, Aveda bifnei Atzmei. Sie doa Meile in Aveda Satshuwe, legab Aveda Satzadikim, und wie die Gemara sagt, in Shabbos, bemokim, shebali Tshuwe oim dim, Tzadikim gemurim, einam yochailu lamit boi. Als der Aveda Satzabali Tshuwe, der Leink, das ist hecher, tiefer, ja, und starker, wie Aveda Satzadikim. In Kamo Inyonim. Was ist Taki das Bor in dem Inyon? Is am Gita Kug seit man tag, als in chassidisches Forum von der Mide Abba Shem Tov bringt sich, ja, sehr geschmacke reiche Biurim auf Pesach Shein, ja, bringen ein paar Dugmois. Is da der Avedas Israel, der Kosh Ditzon Magid schreibt in Avedas Israel, als sehr geschmacke Biur auf die Psukim von Pesach Shein. Und er schreibt das, er schreibt das, es steht, Vahiyu Anoshim Tmeim Lenefesh Odom. Als die Iden sind gekommen zu gehen zu Meshe Rabbeinu, und so ein Verfehl der Pesarischen. Also der Chatoin war Avenes, teitscht der Pesarischen, das ist die Gdusche, Gdusche El Jene, was ist Nimschach, Pesach, Pesach, beweist doch auf Ahit Ram Schoche, das ist Rezach Arum Ichsides, die ganze Rief von Pesach, Pesach, ja, das ist Ram Schoche Salikus, Pesach, Loschen Diluk, ja, das ist Gräse, Gräse, Ram Schoche und Giluim von Gettlachkeit. Und bei Nisseim haben sie verspielt, so ein Chassr gewesen, so ein nicht Seiche gewesen, können sich verbinden mit dem ersten Pesach. Und das ist, was er sagt, ich, ich, ki ihe Tomil und Nefesh, als zu leb sein Avenes, bei Avenes, bei zu leb sein Chatoim, bei Avenes, ist er gewohnt Tomil und Nefesh. Er ist Tomil gewohnt, mit Meile ist die Gdusche von Pesachischen, hat er nicht Seiche gewesen zum Abschluss sein. Oder bei der Recheiko, teitschte bei der Recheiko, ja, also es war viel drachig von der Likus, drachig von Göttlichkeit. Und wie der Rashi bringt, also was der Teich bei der Rechoiko, also drachig mit Askupas Azore. Der Rinje von Azore bei Samigdosh ist, was Haid stellt sich weg, Ponim und Ponim zu dem Ebersten. Und er sagt, Boruch Ato Hashem. Also er bringt der Koschnitzer Magid, Haid steht Ponim und Ponim zum Ebersten. Und er sagt, Boruch Ato Hashem, Retter zum Ebersten, Ponim und Ponim. Aber da fehlt er bei der Rechoiko. Er fühlt, dass er kennt sich nicht, der nennt er uns in dem Ebersten und steht Ponim und Ponim. Er ist Rechoiko. Rechoiko ist Rochik, hey. Er sagt, Nokud al hey, wie Rashi bringt. Was ist der Teich? Nokud al hey. Also hat mir Rachik gewinnt dem hey. Es ist der Rätsel, warum ich sehe das. Als Bishar Sa'i tut Chatoim wa Avenes, ist er mir Rachik dem hey, von Jutke Wovke. Ja, der unterste hey, und das ist die Neshome. Der Nefesh Alikis, was in Islamisch geworden ist, der Rebbe redet darum in Tanja, in Igeres HaTshuwe, und der Hei ist Nisrachi geworden mit Madrigose. Und der sein der Rinnah von Tshuwe, Toshuwe Hei. Er darf noch einmal zurückkehren in dem Hei, und mit Chabel sein mit Jutke Wovke. Und der Pfarrer schreit er, ja, Lochem, Lochem meint, dass er den Sichtbeugem gewinnt. Lede Reiseichem teitscht er, als er viel in dem Tzadik, Chas Vesholem wird er begam, wie Shasa Sidor begam in Aiden,
is kenner rachmane litzlan sag mal pilt men a gam echet in dem tzadik wie bald der tzadik is verbunden mit ich sidim mit de talmidim is durch dem was mis pegem in sich und pegem echet in dem nefesh tzadik le der sechem geht auf dem nosi ader auf dem tzadik is be meile kumt zu gen ter und sagt ve oso pesach la vay ter kumt zu gen und sagt das wer nicht ja wer nicht nis ja is Das ich meine, das ist Verfall, das ich meine, das ist geendig, das ist Wissen sein, wie Osso, Pesach, Lawei. Teire, gib dir noch eine Gelegenheit, dass du kannst noch einmal geben einen Sprung und noch einmal Mamschel sein, die Gdusche, El Jena. Bachoide, Shasheni, Barbo, Soljem. Sie kommt zu gehen an Naim, Zman. Teire, gib dir an Naim, Chedisch, an Naim, Tkufe. Und Teire, sag dir, Barbo, Soljem, von Chede, Shasheni, kannst du noch einmal Yasu Eise, kannst du noch einmal lieber machen. Dem Pen noch einmal machen, dem ganzen Pesach und Mam schon eine Gdusche El Jene, wo das die Meila sa Tshuwe, wo die Teher hat uns gegeben. Al der er se, gefind men, in noch a Hecher Nefen, in a Hecher Madrige, je, ois geteitsch die Psukim, is do, von dem Reben Remelach in Neuam Elimelech, sagt er am Meredik er teitsch, wer teitsch tois die Psukim, von die Parche, Und wer gedarke über Kedisch, rett doch als in Echere Madriges, sagt am mehrere dicke Wort, wie er seht, heitscht er die Psukim in seinen Neffen. Sagt als doch Jedu, aber die Gemorre sagt doch, als die Iden, seinen Gewinn, sein Gewinn, ist der Kamodeyes, die Gemorre bringt doch Kamodeyes, wo seinen Gewinn, wer sei seinen Gewinn, die Tmeim, den Nefesh, wer seinen Kommentaren zu Meisha Rabbeinu Lomoni Gora. Die Gemorre bringt doch eine von die Schietes, Also sie gewähren neuse, ja reine schel Jesef. Und sie sind gewähren die, was am Gitein mit Lomo Nigora. Neuse, ja reine schel Jesef. Teitsch der, na ja meli Melech, also das Rätsach wegen Iden, was am Seiche gewähren, trogen, ja reine schel Jesef. Und durch den Jesef, das ist der Zadig, der Nossi. Und durch den, was sie am getrogen, ja reine schel Jesef, seien sie nicht alle geworden, wenn man dreige, gewohja bei Jesef. Und was mehr, sie sind nicht alle geworden, wenn man dreige Gewäuer wie Jeser, sagt als bis Said wird Hecher und nennt zu dem Ebersten, ist was mehr, wird nicht alle, und was mehr, wird nicht Karif zu Likus, filter als mehr, weiter, wer niedriger, mehr kleiner bei sich. Und das haben sie geteinet. Ja, weil ihr und Anoschim sind gekommen zu Meshe Rabbeinu und haben gesagt, danach nur Tmeim lenefesh Odom. Was mehr, wir haben angegeben, Tonnen, Avedes Hashem, und sind nicht Karif geworden zum Zadig, Viel mir sich mehr tmeim le nefesh adam, mir viel sich niederiker, mir viel sich weiter. Beder rechoiko, mir viel als alt, was mir am Gitton ist gar nicht genug. Und was mehr mit tut, fühlt man sich nenter, niederiker und kleiner bei sich und weniger bei sich. Ja, tmeim le nekilo shelo hischel klala wie das Hashem. Und mit Meile kommen sie zu gehen zu Meshe Rabbeinu und sagen, was soll man tun? Wie können wir bringen Pesach Lawaie? Sagt sie, Meshe Rabbeinu, im du, ve eschme, o mei daber Hashem Elechem. Meshe Rabbeinu sagt zu Jeden, ich will gehen zu dem Ebersten, ich will ihm erzählen. Ich will sagen dem Ebersten, gib a kuk, Rabbeinu Shalom, wie Jeden. Was nennt er sie werden zu dir? Und was mehr sie dienen dir, als wären sie mehr Ktanim bei Atzmo, mehr Schwelim bei Atzmo, und fühlen sie sich mehr niedriger. Und das ist Geirem der Emesser nach des Ruach bei dem Ebersten. Und in dem Schuss, könnt ihr bekommen, a Pesach Sheni, Ja, gibt euch noch ein Pesach, noch ein Diluk, noch ein Ischatsches. Ja, also das gibt euch bei Chodesh Hasheni, da ist bei Chodesh Beloschen Ischatsches. A neue Ischatsches in Avedes Hashem. Darf geht durch dem Bittel, durch dem Hergesch, was der Mensch fühlt sich bei sich, sein Merirus von dem, was wie viel er dient dem Ewigsten, fühlt er sich niedriger und kleiner, ist in dem Schuss, bekommt er a neue Ischatsches, a neue Gilui, und das ist Pesach Hasheni. Und da sagt man, Wie er seht, der Ingen von Pesach Sheni ist Mereisch kol Dagen, Azev kol Dagen. Sei ein Mensch, wo die Finz auch in Tachlis Aschiflus, kommt mir zu gehen und mir sagt dem, als ich komme zu gehen, Pesach Sheni, gibt mir dir Aderech Hatschuwe. Sei ein Mensch, wo die Finz auch in Tachlis Aremimus, ja, was er steht in der ersten Madrege und das ist die Tschuwe von der Zadig, die Tschuwe von der Iden, was er steht in der ersten Tage und er fühlt, wie viel er hat nicht getan genug. Auf dem kommt zu gehen echt Pesach Sheni. Was mit dem ist verstandig, für was Pesach Sheni ist eine Regel auf der Atzmei. Das ist nicht nur eine von Tashlumim. Ja, Nebach, durchgefallen, ein Mensch, und gibt mir nicht mehr Tashlumim. Nur Pesach Sheni ist eine Mitzvah Esser auf der Atzmei, eine Regel auf der Atzmei, ja, wie das hat Schuwe, das ist nicht nur ein Tashlumim, nur wie ich sehe, das ist ein Tashlumim, weil es ein Schleimus. Das ist ein Schleimus, die Kaveide, eine Weide auf der Atzmei, als er jit, kann, werden ständig noch einmal nennt er und tiefer, werden nennt er zum Ebersten.
כידוע, וסיברנג צחתה כאיכת, הספר, שפרנג צח הספר בבעל שם טוב, עוד גזוק, מחפר סיגיוון דונומן, דונומן חסידים, מתוך הנומן וסיגיגם גיבון שפטו במשל יצאית. כידוע, דונומן חסידים, מתוך הנומן וסיגיבון גיבון שפטו, וסנדיש דבר שם טוב גיגם. ואין כאן עמוק, אם צריך לספר בזה, אין לי פרוטין יונים שבזה. או בברנק סחרוב, דה פרידיק הרב, דה רב הרייאץ, ברנק תזיין יסיכס, אז דה נומן פרחסידים, או דבר שם טוב, אמרו לגזוק, אז בעצם עוד מגידה, דרופן בא לי תשובה. Das heißt, Achsides ist megale Tshuwe als a Derech in Aveide. Und das ist der Jomte von Pesach Sheni, der Jomte von Baal Tshuwe, was beweist uns, wer sie Yahid kennen, werden ständig nente und heche und tiefer in sein Aveides Hashem, in Aveides Hatshuwe, wer Ruach Toshu, wer Likim Hashem Esom. In Pesach Toshin Aleph, oder Friedrich Rebbe verbringt Pesach Sheni, sehr geschmackig verbringen und er demot gesagt, der mehrere Wort, ein sehr geschmackig Wort, wenn ich gehe Pesach Sheni. Und er gesagt, dass ich, als Bachsidim ist da drei Shenis. Sind da drei Sachen, was wären angerufen Sheni. Der erste Sheni steht in Tanje. Der alte Rebbe sagt in Tanje, wenn Nefesh, Hashenis, bei Israel, ich heile Kelokam im Al-Mamesh. Ido Shenis, Chenefesh HaShenis. Das alte Rebbe hat mir Galli gewinnt dem Eimek von Aiden. Der Eimek von Anishome von Aiden. Also Aiden hat der Nefesh HaShenis. Und der Nefesh HaShenis, das ist Achelik Elokam im Mal Mamesh, das ist die größte Matone, was man hat in sich, Achelik von Gettlichkeit, wo das ist der Anishome HaKdeshe, was das ist die Kerach HaImune, Messiris Nefesh, was Aiden nicht der Will und nicht der Kern sich abreißen von Gettlichkeit. Das ist der Nefesh HaShenis. Der zweite Shenis da, חדר שני. בחסידים פלג זין, את גייסט נח חדר שני. ועושה דוד דרינגה פון החדר שני. חדר שני פלג זין, אין המוליגי צייטן, פלג תסייס נין נישול, גיבוי את השול, עוד מיטה לרבא מתקן גיוון. אז אין ידו שול, דו זין החדר שני, תסייס נוח הצימר, ועושה ינו צימר, עוד גייסט נח חדר שני, אז יפלג תסייס נח. ועושה גיוון דה חדר שני, אז די וזום גבול דו אינם בריחס, מתסבוננס, ja mit der reintrachten sagt tief ich sie das in der weide sachem ja der ich sie das viele bariches und viele bis beinen und viele ba moke is noch dem was um geherdi kadeshim gdushe kasater kasater im dal inyon im fling za rein in dem heder sheini und dort hat mir kein david in bariches hat ke die kach damit al rebot gesagt dass es a schul was hat ich kein heder sheini is kein dort nicht david in hat gewollt rein führen der minien als ich sie dem sultan in aveda hat viele beifen shel is beinen us ba moke ot gemont as jeder shul was mir boyet jeder sidis shtibel was mir boyet so sein a rot sein a pachedo sheini va di was vil davinen mit mer tiefkeit in mer moke mit mer is beinen us i dos der rein von pachedo sheini aveda hat viele da noch i gewen a dritter sheini va das is pesach sheini was i das pesach sheini pesach sheini ot gezog der rebe rayatz is in yonei as in itokim farfal das heißt as in itokim matzev as it farfal yush falon gendikt ja mikra avut wie mir sag das heißt da mensch da wissen am ich kann allemal mit tacken sein und er tois getacht ich ki ye tom a fil a mensch was er gewen tom rachman litzlan in yonim ruchnim und be der khoiko as er is weit von gärtlichkeit und noch mehr Lochem, also das ist Bash Mose, ja sehr allein hat sich reingeführt in den Jahren im Lochem. Ja, das heißt, dass das ist gekommen in den Efen, das ist sein eigener, hat sich allein zugeführt zu dem Eimen und Matzef. Ist Afal Piken, kommt zu gehen Teir und sagt, als in den Stock im Verfall. Und wir können alle mal verrechten, wir können alle mal mit Taken sein. Und das ist Pesach Shem. Und der Friedrich Rebbe, der Rebbe Raya hat es ausgeführt, im Wort und gesagt, was ist der Kescher von den drei Shemis? Da geht eins da sei. Midaf nemen dem Nefesh Hashenis. Das heißt, da jeder wissen, also rotten sich die mehrendike Meile und Matonne, den Schomeli Kies, dem Chelike Lokami mal Mamesh, sich hereintrachten in dem Minion, als ist der Nefesh Hashenis, dem mehrendiken Keach, was er dort. Und unter dem Nefesh Hashenis darf er hereinnehmen in Cheder Sheni. Das heißt, sich hereinsetzen und sich wegsetzen und lernen sich das und sich wegstellen, da wenden, wie es darf sein mit der Tiefe Isbeninus. בישאס אדו וס נאמען דיין נפש שיינס און דו שטא ריינגע אין חדר שייני וס דו זען אַז עס פייסער שייני אַז אין די טאָקן פארפאל און מיר קענען אַלע מאל אַרויס גיין און ווערן הכר ננטער טיפער נונטער צו מייבשן
Und das ist der Yom Tov von Pesach Sheni, steht in Zohar. Da bringt er der Koschnitzer Magi, das bringt sich in der Sachsidische Sforim. Ja, das steht in Zohar bei Aloischo. Als Bishas, ich komme zu gehen, Pesach Sheni, ist der Mold, wird, ist werden, werden, öffnen die Teher und Lemailo. Und der Mold wird, am Meridike ist Galus. Und ich lasse da rein, jeder Ried, was will. Es sind nur 7 Tage, was ist offen. Ja, und wir können reingehen, jeder in uns will ins Karavan, zum Eberisch kennen ins Karavan. Und wir meilen verstanden, also da die Tag, was wir gefunden haben, ist da. Ja, die Tag von Pesach Sheni, ja, und dann noch weiter, was das Nimschach, das ist die ganze Woche, die Woche von Sfiras Haoid, Lag Boimer, wie chule, ja, das ist das Mani, was Haid, kennen sich, es ist alle Teeren offen, und wir kennen sich dann Nente und Zalikus, in Avedas Hatschuwe. Und das ist der Ingen von Pesach Sheni, was mir sagt, nicht stock im Verfall. Als Pesach Sheni ist ein Jomte bif Neatzme, Regel bif Neatzme, dass er die Teere gegeben ja, zu Aiden als Mann und als dort darf gebeifen, aber sonder im Chedisch, nicht der Schlum in einem Schicht zu Aros bringen. Ja, als sie da ein Ingen bif Neatzme, ein Schleimus bif Neatzme, ein Weide bif Neatzme, mit der Meile bif Neatzme, und dass sie dem Meer im Koyach hat Schuwe, als Aid kennen, ist Karewe und zum Ebersten. Ja, und in welchem Adrege soll noch nicht sein? Mir reich kol dagin, azeif kol dagin, der Ingen hat Schuwe, war Ruach, Toshu, weil er likim aschon es ono. Als Bishas, mein Mensch, sagt, mis beinen in dem, was er rot, der Chelik Elokam, im Mal Mamesh, an Nefesh Hashenis, und er geht da rein in Cheder Shenis, und er hat Damen mit Kavone, mit Achayis, mit Aizbonienus, ist der mal wird Pesach Sheni, nicht doch im Verfall, kann er dem Olgema Sprung, Pesach Miloshen Dilu, wie das er macht Zedekteitsch, Pesach Sheni, der zweite Sprung, geben noch ein Dilug und ein stärkerer Dilug und ein höherer Dilug und unter der Dilug, das führt uns zu dem Emerson mit Dalig al-Orim, wie er sagt in Shir HaShirim. Keil Deidi hinei Sebo mit Dalig al-Orim mit Kapitz al-Agvois soll mit Ake Seiche sein, zu dem Emerson Sprung von mit Dalig al-Orim mit Kapitz al-Agvois, wie er sagt in Medrash, Keil Deidi ist der Melech HaMashiach mit Dalig al-Orim, hinei Sebo mit Acha Kosleinu, Meizitz mit Acharakim soll man schon sicher sein, dass von dem Achakosleinu soll im Ganzen zu brechen werden der Kessel von dem Golus und man soll sagen, Zen, Ponim el Ponim, ja, mit Moschiach Zitkenu, mit dem Binyan bei Samigdosh, man soll kennen Makrib sein, die Korbonnes, Korben Pesach und die alle Korbonnes, wir schon nasse lefanecho, kem Yitzhaz Rezinecho, bimeiro biyomeinu, Amen.